Wielenberg ist eine kleine malerische Ortschaft von etwa 50 Einwohnern in der Gemeinde Percha in Südtirol. Das Bergdörflein ist noch weitaus naturbelassen und liegt etwas abgelegen am Fuße der bekannten Erdpyramiden von Percha. Besonders der Kräuterhof erfreut sich Jahr für Jahr über zahlreiche Besucher. Außer der Naturverbundenheit hat dieser Ort etwas mystisch-geheimnisvolles an sich. Und in der Tat, der Schein trügt nicht. Wielenberg war schon in grauer Vorzeit besiedelt. Vor ein paar Jahren machte Familie Huber eine interessante Entdeckung. Ja, das war eben fast auf der Stelle da, wo wir jetzt stehen. Ich war beim Unkraut zupfen, also beim Häten so mir. Dann habe ich da halt so ein Eisenstückchen Schmierfirken gezeichnet. Dann habe ich mir gedacht, das schaut fast aus, als wäre so eine Sicherheitsnadel. Und habe es einmal auf die Seite gelegt. Daraufhin wurden Grabungen gemacht und Artefakte ausgegraben, die bis in die ausgehende Jungsteinzeit zurückreichen. Unter anderem kamen Fibel, Keramik, Münzen, Wetzsteine und Ringe zum Vorschein. Die Siedlungsgeschichte Wielenbergs reicht unglaubliche 5000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Schildbuckel, Lanzenschuhe und Bleikugeln weisen darauf hin, dass es in diesem Ort nicht immer so friedlich zuging wie heute. Ein besonders interessanter Fund ist ein Ritualmesser mit 9 Kreuzen und Halbmonden auf der Klinge, auch Druden oder Fuhrmannsmesser genannt. Es wurde bei wichtigen Ritualen eingesetzt. Beispielsweise rammte man es in die hölzerne Wiege neugeborener Kinder, um Hexen und böse Geister abzuwehren. Auch Gewitter wehrte man damit ab, indem man es nach der dunklen Gewitterwolke schleuderte. Wielen ist ein uraltes Wort, das aus dem Indogermanischen sich herleiten lässt, in der Bedeutung von Zeit bzw. Zeitraum. Wobei das Dorf am Wielenberg mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Namen von der Mondgöttin Wilbert erhalten hat. Aus der Mondgöttin Wilbert wurde im Christentum die heilige Katharina. Sie symbolisierte das Schicksal und spann den Lebensfaden. Der Wortstamm Wil steht auch in Verbindung mit dem aus dem Indogermanischen stammenden Wort Weile, einem heute im Deutschen gebräuchlichen Wort für Zeitabschnitt. Ebenso entspricht es dem Englischen Wheel, was Rad, Scheibe bedeutet. In grauer Vorzeit war damit wohl die Mondscheibe als das alte Synonym für Zeit gemeint. Als mythologische Nachfolgerin der Wilbert wird die heilige Katharina heute noch mit einem Rad dargestellt. Demnach ist der Wielenberg wohl der Berg, auf dem die Zeit gemessen wurde. Josef machte dazu einen bedeutenden Fund, den Kalender oder Sonnenwendstein, 10 Gehminuten oberhalb der Hofstelle. Es handelt sich um einen Granitblock, der etwa 1 Meter aus der Erde herausragt und an seiner Oberfläche 5 Bohrlöcher mit einem Durchmesser von ca. 3 cm und Tiefen zwischen 10,5 cm und 14 cm aufweist. Die Machart der Bohrlöcher weist darauf hin, dass sie noch vor Beginn der Metallzeiten mit Hilfe von Holzstäben und Sand in den Stein getrieben wurden. Steckt man Stäbe in diese Löcher, werden durch Überschneidungen des Schattenwurfes
bei Sonnenaufgang wichtige Zeitpunkte im Jahresverlauf angezeigt. Die beiden Sonnenwenden sowie Mitte April, Zeitpunkt der Aussaat, und Ende August, Zeit der Ernte. Die drei keltischen Göttinnen sind in der Kirche von Wielenberg dreimal dargestellt, allerdings bereits verchristlicht als die heiligen drei Jungfrauen, die heilige Katharina, die heilige Margareta und die heilige Barbara. Bei den Kelten waren die drei aber bekannt unter dem Namen Wilbet, Ambet und Borbet, in der Literatur auch als die drei Beten beschrieben. Die den drei Göttinnen gemeinsame Endsilbe Bet bedeutet Erde. Das Wort Bet ist damit verwandt, wohl deswegen, weil man in grauer Vorzeit auf der Erde schlief. Wilbet ist die schwarze Mondgöttin und wurde später im Christentum zur heiligen Katharina. Ihr Symbol ist das Rad. Borbet ist die rote Sonnengöttin und steht für Leben und Tod. Einerseits kommt von ihr das Wort Born für geboren, andererseits auch Bare für Totenbare. Ihr Symbol ist der Turm oder Bergfried, der zur Bewachung dient und damit Geborgenheit und Sicherheit garantiert. Später wurde sie dann zur heiligen Barbara. Ambet in Weiß ist die erste Erdgöttin, Erdmutter oder auch Urmutter. Sie wurde später von den Christen zur Margaret. Dargestellt wird sie meist mit einer Schlange. Sie ist die lebengebärende Mutter und steht symbolisch für den ewigen Kreislauf von Geburt, Tod, Wiedergeburt, Werden, Wachsen und Vergehen. Auch ein allgegenwärtiges Phänomen am Kräuterhof. Zuerst wird der Samen gesät, die Saat geht auf und beginnt zu blühen, schließlich wird geerntet. Noch heute legt Familie Huber Wert auf traditionelle Feldarbeit. Der Anbau von gesunden Lebensmitteln auf eigenem Grund und Boden ist eine faszinierende Angelegenheit, vor allem wenn man dies auch ganz bewusst macht und im wahrsten Sinne des Wortes Lebensmittel produziert, also Mittel zum Leben. Wir machen dies hier auf dem Hof auf rein biologischer Basis, das heißt, wir verwenden keinen Kunstdünger. Sie können mir glauben, dass so ein Brot, das eben auf dem eigenen Grund und Boden bzw. direkt hier an Ort und Stelle gewachsen ist, einen ganz anderen Geschmack und gesundheitlichen Stellenwert hat, als eben Brot, das man irgendwo bei einem Bäcker zukauft. Beim Abriss des alten Hochstelle ist mir bewusst geworden, dass eben alles im Leben vergänglich ist, dass nichts für die Ewigkeit geschaffen ist. Und dieser Grundgedanke, nämlich des Werdens, des Wachsens und Vergehens, zieht sich generell durch all unsere Tätigkeiten hier am Hof wie ein roter Faden hindurch. Mit diesem Naturstammhaus ist eben etwas Neues entstanden, das bestimmt auch zeitlich wiederum begrenzt ist, aber jetzt eben in der Gegenwart seine Dienste tut und insofern auch viel Sinn macht und die Menschen, die damit arbeiten, trägt und auch ein Stück weit begleitet. Auf einer Fahne im Kirchlein zu Wielenberg sind die drei Erdgöttinnen heroisch mit Schwertern als Insignien der Macht dargestellt. Im patriarchal geprägten Christentum wurden die starken Urgöttinnen natürlich abgelehnt. Wir wissen, dass die Hexe ursprünglich eine Schamanin gewesen ist. Noch im Althochdeutsch, also vor ungefähr 1200 Jahren, war es die sogenannte Hag-Zissa, Hag und Zissa, wobei Hag Hecke bedeutet, also im Sinne von Zaun, und Zissa die Reiterin, Zaunreiterin deswegen, weil es eben eine Figur war, die im Clan bzw. in der Gesellschaft sehr hoch angesehen war, weil sie zwischen der Welt der Ahnen, der Toten, also dem Totenreich, und der Welt der Lebenden hin und her pendeln konnte und so Botschaften von der einen Welt in die andere und umgekehrt verbringen
Content. Im Zuge dann des späteren Mittelalters und durch die extreme Frauenfeindlichkeit der Kirche ist aus dieser ursprünglich positiv besetzten Figur eine negativ besetzte Figur geworden, die verteufelt und verfolgt worden ist. Wir alle wissen, dass dann im 16. Jahrhundert die Hexenverfolgung im Zuge der Inquisition eingesetzt hat. Es ist sehr, sehr schade, dass damit nicht nur Menschen also zu Tode gekommen sind. Es ist auch insofern schade, als eben dadurch sehr viel Wissen über Kräuter, über Pilze und über deren Anwendung verloren gegangen ist. Wie wir alle wissen, hat man auch entsprechendes Schrifttum verbrannt und so wurde auch uraltes Wissen, das sich über viele Jahrtausende angesammelt hat, mit diesen armen Frauen vernichtet. Heute stellt Familie Huber unter anderem ätherische Öle, Schnäpse, Liköre, Tees, Badesalze und Brot aus eigenem Getreide her. Der Kräutergarten ist ja wie gesagt das Herz des Betriebes und befindet sich wirklich ein wunderbarer zentralen Ort. In der Jahreszeit ist der Kräutergarten sehr farbintensiv. Es ist eigentlich das Ende des Kräuterjahres. Mit der Blüte endet eigentlich die Kräutersaison. Momentan sind wir in der Ernte und die Ernte ist jeden Tag. Jede Blüte soll so natürlich wie möglich zuerst gezogen werden und dann auch verarbeitet werden. Das ist das große Ziel. Und der Energiefaktor ist eigentlich das Wichtigste, was eben im Kräuter drinnen ist. Und der Energiefaktor ist in dieser Jahreszeit schon zurückgehend, weil natürlich die Tage wieder kürzer werden. Kräuter, das ist nur noch ein spezielles Grundwissen. Und zwar, wenn man die Kräuter andauernd bearbeitet und zupft, das heißt, wenn man die Blütenblätter entnimmt und einfach das Köpfchen drauflässt, dann produzieren die Kräuter eigentlich all wieder neue Blüten. Und umso mehr man glaubt, umso mehr produzieren sie. Das heißt, das Kräuterbeet verblüht viel schneller, wenn du es in Ruhe lässt. Aber wenn du da andauernd da ein bisschen entfernt bist, dann kommt etwas raus. Zum Beispiel die Malbe, das ist eben eine besondere Malbenart. Das ist eben eine Stockrose. Das ist eine wunderschöne Farbe. Es gibt alle Farben, von Pink über Rosa, über Schwarz, über Violett, bis hin ins Weiße auch. Und das zu trocknen ist die Herausforderung. Und wenn das noch so schien, danach noch rauskommt, wie es jetzt ist in der Wirklichkeit, dann ist das sicher eine Technik. Die Trocknerin werden die Kräuter, fast alle Kräuter werden getrocknet. Und wie gesagt, das Trocknen ist die Konservierung von den Kräutern, damit man sie im Herbst und im Frühling wieder weiterverarbeiten kann. Und jetzt die Stockrose oder die Malve, die wir jetzt hier trocknen. Und das Trockensystem ist hier einmal so schnell wie möglich von der Pflanze in den Trockenraum zu kommen. Und dann werden das meistens auf Leinentücher werden das ausgebreitet. Wir haben da verschiedene Systeme, testen das auch mittlerweile. Es gibt also auch Diamantgitter, das ist ein Kunststoffmaterial. Und es gibt auch Materialien, die ein bisschen besser sind. Also Ausnähstoffe, die sind von unten und von oben offen, besser als die Leinentücher. Und die lassen halt die Luft noch besser zirkulieren. Und so hat man einfach noch schönere Ware. Und wichtig ist einfach im Trockenraum, dass die Kräuter nicht im metallischen Kontakt sind für uns. Es gibt natürlich auch die Trockensysteme, die wissen, also die Heißtrockenöfen. Und Mikinport-4 ist halt nicht mehr natürlich, sein ist schon irgendwie für seine Ladung. Und so ist nichts aufgeladen. Das ist ein Rahmen, also einfach ein Holzrahmen auf Leinentuch und das funktioniert sehr, sehr gut. Entfeuchten wird das Ganze mit Entfeuchtungsgeräten oder eben, wir haben auch eine Entlüftung da, natürliche Luft, die was natürlich auch sich sehr gut eignet für diese Sache und was nicht keine Kosten mit sich bringt. Wenn die Kräuter schön trocken sind, dann sind die im Trockenzustand fast ähnlich wie im Frischzustand, also die Farben halten sich sehr, sehr gut. Und ein beliebtes Produkt, was man daraus herstellen kann, ist ein Malbenbadesalz zum Beispiel oder eben auch ein Malbenkräutersalz. Und es haltet sich auch im Salz die Farbe wunderschön und das war zum Beispiel jetzt ganz, ganz ein einfaches Produkt, das was man herstellen kann. Doch langsam geht der Tag zu Ende und es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Thank you.
sagt heute Schnitt,